Dir ja. Kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Was habe ich gesagt eben von wegen in der letzten Folge? Amisa ist in Lukas verschossen? Ja. Vergiss wir es. Wir nutzen sie zur Überquerung. Wow. Er ist in hier Mellys Bruder verschossen. Wie heißt er noch gleich? So? Ja. Er hat noch nicht viel von der Welt gesehen. Das ist nicht der beste Moment, um damit anzufangen. Ja, das glaube ich auch. Langsam. Verschlossen. Ich mach das. Also mal ganz ehrlich, jetzt frage ich mich echt. Wenn ich an der Ministerstelle wäre, ich würde mich klipp und klar für Lukas entscheiden. Oh, der ist vertrauenswürdiger. Damit malt man den Weizen. Sehr viel vertrauenswürdiger, würde ich sagen. So, gibt es hier mal eine Werkbank irgendwo, damit ich Zeug upgraden kann von mir? Die Amicia. Wir finden eine Lösung. Gefunden. Die Strömung wird schwächer, aber es reicht noch nicht. Da muss doch etwas anderes sein. Ich kann nicht rüber, solange sich das Rad noch dreht. Aha. Es funktioniert. Klasse. Erstmal die Bremse müssen gezogen. Wir nur noch rüber. Upsala. Hier, Melly, komm mal hierher. Halt. Also schön. Ich könnte es von der anderen Seite versuchen. Dein Einsatz, Melly. Ah, hier. So. Na, Y. Nein, halt. Sieht gut aus. Direkt hinter dir. Amicia, hilf mir rüber, dann kann ich... Amicia, ich komme nicht zu dir. Gut. Das ja, Entschuldigung. So rum. Und dann, wenn die Bremse gezogen wurde... Kriegst du das hin, Melly? Jetzt werden wir rausfinden, ob es hält. Tja, sieht nicht so aus, als würde ich heute baden gehen. Hm. Lass es einfach. So. Wir das geschafft? Na bitte, siehst du ein Kinderspiel? Wir haben die Mühle besiegt. Wenn es die Inquisition bis hierher schafft, müssen sie hier erstmal vorbei. So. Können wir denn upgraden? Gar nichts. Weil das Zoll spielt. Super. Da kann ich nichts draus machen. Mir fehlt Zeug. Fehlt mir Pulver, fehlt mir Seile. Fehlt eigentlich Pulver. Ich brauche mehr Zeug. Wir können hier durch. Aha. Na los! Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein. Gut, komm mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Mhm. Boah, er guckt von Erde das auch so geil. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht dem Erdboden gleichgemacht. Huh. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Ach ja. Sie macht nur Spaß. Amicia. Was denn jetzt? Hugo, oh nee, nicht schon wieder. Komm nicht hier. Schon wieder. Oh. Hugo? Hugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ja, was denn sonst? Als ob etwas in mir wächst. Etwas? Meine Beine. Sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp! Okay. Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Nee. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Okay, Amicia. Ich habe solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist.
Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Ich frage mich echt, was endlich könnte die Makula sein? Was könnte es sein? Irgendein Hugo, bitte geh wieder runter. Altes Wesen im Sinne von übernatürlichem Wesen oder Kraft? Ich habe keine Ahnung. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an! Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch, sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Die interessieren sich ja nur fürs Geld, ne? Nur fürs Geld. Na gut. Oh. Das ist bestimmt Lukas oder so, hier. Siehst du was? Nee, doch nicht. Nein, nichts. Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauch Hilfe! Beide. So. Können wir grad nochmal entkommen. Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Aha. Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Ja, auch wieder wahr. Mist! Runter! Er trägt einen Helm. Ha. Devorantis! Was? Devorantis! Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Gut. Devorantis. Also auf Deutsch gesagt Säure. Zwingt gegen die Köpfe, die gegen am Kopf wurden, ihre Helme abzunehmen. Entzündet Blut, ja gut. Los, ziel auf den Helm. Erstmal das mitnehmen. Schleuder ihm einen Stein an den Kopf. Los! Warte, ja doch. Bis ich dich finde. Ich sagte doch, ich kriege euch. Maul halten. Das geschieht ihm recht. Das ist laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Das Maul halten. Scheiße, da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Weißt du, wo die Schleimsteine sind? In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Was war denn da? Da! Stoppt sie euch! Wartet mal! Kurz und schmerzlos quälen wir. Wenn zwei von denen unterwegs sind, sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück zum Aquädukt. Ich weiß. Aquädukt. Wo ist das Château d'Ombrage? Hier entlang. Folgt mir. Oh nein, ach, komm. Ich wusste es. Nur die Ruhe. Aber hier sind überall Spuren. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hör zu. Amicia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Hugo, halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Leute, ich sag mir jetzt mal kurz, wir beenden die Folge hier, weil es ist gerade ein günstiger Punkt. Ein bisschen kürzer die Folge heute, ich weiß. Hat aber auch seine Gründe. Private Gründe. Bedanke mich fürs Zusehen und ciao.